In der Debatte Marian Wendt für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Musik der 80er Jahre wird sicherlich nie aus der Mode sein. Das stimmt. Das haben wir mal eine gemeinsame Position. Richtig. Das Datenschutzverständnis, und da ist vielleicht die Einigkeit auch noch da, ist allerdings aus dem, das Datenschutzverständnis der 80er Jahre ist allerdings vollkommen aus der Mode und hat keinen Charme mehr. Davon kommen wir zum Glück langsam weg. Mit einem einheitlichen Datenschutzrecht geht Europa einen großen Schritt auf dem Weg zum gemeinsamen, vor allem digitalen Binnenmarkt. Ein Markt mit insgesamt 510 Millionen Einwohnern, mit einheitlichen Regeln und Standards. Das große Gewicht all dieser Menschen für gute europäische Regeln in die Waagschale geworfen, wird auch globale Auswirkungen haben, wenn wir als Europäer hier vorgehen. Denn das Internet kennt auch keine Grenzen in Europa, oder das Internet ist nicht begrenzt durch Europa, sondern ist global. Und deswegen können wir Vorreiter sein, auch vielleicht für einen weltweiten Datenschutzstandard. Unternehmen müssen nun nicht mehr 28 kleine Märkte mit eigenen gewachsenen Strukturen des Datenschutzrechts beliefern, sondern können sich auf Standards einstellen, die gemeinschaftlich und einheitlich sind. Dadurch wird das Leben einfacher für alle Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Unternehmen. Und das ist Wirtschaftsförderung pur. Und ich denke mal, wir sollten auch an dieser Stelle auch die Europäische Union mal loben, für was sie gut ist, und nicht immer nur Kritik Richtung Brüssel schicken. Wir dürfen dabei aber nicht vergessen, dass es beim Datenschutz vor allem darum gehen muss, in erster Linie die Verarbeitung von Daten zu regulieren und so die Bürger zu schützen. Die Erfassung von Daten zu regulieren, zu steuern, ist in der heutigen Zeit aus meiner Sicht kaum mehr möglich. Vielmehr müssen wir uns darauf konzentrieren, die Nutzung und Verwendung dieser Daten zu steuern und zu kontrollieren. Denn von diesem Datenschutzverständnis der 80er Jahre, Datensparsamkeit, Datenerfassung, müssen wir wegkommen. Und es geht vor allen Dingen um den Nutzen und die Verwendung der Daten der Bürgerinnen und Bürger. Das ist zeitgemäß und entspricht dem 21. Jahrhundert. Meine Damen und Herren, Datenschutz ist ein kontroverses Thema. Wenn wir auf die Angsthasen hören, dann ist hier in Deutschland am Ende gar nichts mehr erlaubt. Dann gibt es keine deutschen oder europäischen IT-Unternehmen und Daten der Bürgerinnen und Bürger werden am Ende gar nicht geschützt, da Dienste und Dienstleistungen außerhalb Europas angeboten werden, in Staaten, wo es keine Datenschutzstandards oder Datenschutzrecht gibt. Und das schadet den Bürgern gleich doppelt, so wie beschrieben, und zusätzlich auch dadurch, dass wirtschaftliches Wachstum hier in Europa und in Deutschland gehemmt wird. Denn wir wollen Arbeitsplätze in Zukunftsbranchen schaffen. Mit dem neuen europäischen Datenschutzrecht und der entsprechenden Umsetzung haben wir einen Kompromiss gefunden, der dazu in der Lage ist, einerseits den Menschen zu ermöglichen, die digitalen Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, die sie entsprechend wünschen und wollen, und gleichzeitig aber auch einschätzen können, wie viel sie von sich preisgeben müssen, was mit ihren Daten passiert. Andererseits verpflichten wir die Unternehmen, verantwortungsbewusst mit den Daten der Kunden umzugehen und keinen Schindluder zu treiben. Und darauf kommt es mir und der CDU-CSU-Fraktion an, dass wir diese Ausgewogenheit behalten. Ein einheitliches Datenschutzrecht in Europa betrifft auch die Nutzung von Daten durch unsere Verwaltung, durch den Staat. Und das ist ein zentraler Punkt. Ohne das neue Bundesdatenschutzgesetz würden unsere Behörden Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung in der Zukunft fehlen, vor allem in der alltäglichen Arbeit. Allein dies ist aus meiner Sicht schon Veranlassung genug, zügig über das Bundesdatenschutzgesetz neu zu beraten und auch zu beschließen. Das vorgelegte Gesetz bildet die Grundlage für umfangreiche Änderungen auch an weiteren Spezialgesetzen und wird spätestens, wir wollen es in dieser Wahlperiode abschließen, ja auch den Druck durch die Europäische Datenschutzgrundverordnung am nächsten Jahr wird uns entsprechenden Druck auferlegen. Ich freue mich auf die weitere intensive Beratung in den nächsten Wochen und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Wendt.